Hallo zusammen, heute geht's wieder um diesen Katalog hier, den 12 Volt, 24 Volt Kühlgeräte 2023. Und hier auf der Seite 18 steht was über Kompressoren. Ich habe Danfoss Secop Kompressoren. Der Kompressor hier, das ist ein reiner 12 Volt Kompressor von der Firma Danfoss. Er wurde 1968 produziert, noch in Nordborg, also Dänemark. Nachher wurde die Produktion gezügelt nach Flensburg. Da haben wir einen kleineren Kompressor gesetzt, habe ich jetzt nicht hier. Nachher kam dieser Kompressor hier, dann haben wir 2012 haben wir die Produktion gezügelt nach China. Der gleiche Kompressor wie hier, nur natürlich jetzt hier mit natürlichen Kältemitteln. Da war noch ein richtiges Kältemittel drin, R12. Da hat man 1928 entdeckt, hat nicht gebrannt, war nicht explosiv, war nicht giftig, weiß nicht was alles. Aber es ist, oder? Ja, es ist eigentlich immer noch ein FCKW, ein Fluor-, Chlor-, Kohlenwasserstoff. Und das Chlor in dieser Verbindung, das steigt in die Stratosphäre hoch und macht da dann die Ozonschicht kaputt, angeblich. Weil seit wir ein FCKW-Verbot haben, ist das Ozonloch kleiner geworden, komischerweise. Es gibt ein Buch. Es gibt auch ein Argument, dass am Südpol das Ozonloch größer ist als am Nordpol, aber die meisten FKWs sind raus. Nordeuropa, Nordamerika, also Nordeuropa, Europa, Nordamerika und Asien, Japan und so weiter. Warum ist dann das Loch, das Ozonloch am Südpol größer als am Nordpol? Da es ja kaum Winde gibt, die sich zwischen Süd und Nord austauschen. Die Erklärung ist, in Südargentinien, Feuerland, steht ein Vulkan, der tonnenweise Chlor in die Stratosphäre hochbläst. Aber den kann man ja nicht verbieten. Kommen wir zum R12, das war mal da drin, das war bewährt, hat sich geändert auf das R134A. Das haben wir heute noch, ist immer noch erlaubt bei 12 Volt Geräten, wenn sie nicht Haushaltsdesign sind. Haushaltsdesignte Kühlgeräte, da muss ein Kältemittel drin sein mit einem GWP, globales Erwärmungspotenzial von unter 150. Da wird in der Regel heute ein brennbares Kältemittel eingefüllt, was nicht das Klima nicht erwärmt, dafür brennt und explodiert und so. Aber in den kleinen Mengen ist das eigentlich kein Thema. Ja, der kleinste Kompressor, den habe ich nicht. Ich habe hier noch einen kleineren Kompressor. Das ist der 1,4er. Der hat 1,4 Kubikzentimeter Hubraum. Der hat zur Info 2. Aber der kleinste, der sollte jetzt im Frühling auf den Markt kommen oder wenigstens Muster. Wenn ich ein Muster kriege, werde ich mich sicher melden mit dem Video. Ich habe schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch dann. Ja, und mit dem kleinen Kompressor, der ist teurer als der große, oder der hier, den muss ich eigentlich nehmen. Das ist ja der Nachfolger von dem hier, ist genau gleich. Und der ist günstiger im Einkauf als der kleinere. Aufwendiger zum Fertigen, keine Ahnung. Und der setzt sich nicht durch, weil bis Volumen, bis 40, 60 Liter, wäre der kleine Kompressor hier absolut machbar. Aber der neue, der kommt, der Nano, der hat dann die Leistung von dem und das kleinere Gewicht von dem. Also ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Innen drin ist alles aus Plastik.
Hier haben wir noch richtiges Heavy Metal drin. Da habe ich sicher schon ein Video gemacht über den Kompressor. Wenn ich frech bin, schneide ich dann den neuen auf. Aber das wird dann noch ein paar Wochen dauern. Ja, von dem her, wir haben diese Kompressoren. Übrigens, der Kompressor hier, der hat weniger Leistung als der BD35. Obwohl er wesentlich größer ist. Dann gibt es noch den 2,5er, der ist noch den 220er, der ist noch größer. Den brauchen wir für Transportkühler, also über 1000 Liter Volumen. Warum verwenden wir nur Dampfhauskompressoren? Eben, wir arbeiten jetzt seit 1972 mit Dampfhaus zusammen. Ich habe nach meiner Ausbildung zum Kühlanlagenmonteur bei Dampfhaus im Werk Offenbach gearbeitet, habe da Kühlaggregate zusammengeschustert, habe viel gesehen, ja, profitiere heute noch davon, ist jetzt übertrieben, aber es war eine gute Zeit. Ich habe von Dampfhaus sehr einen guten Support, wenn es mir um Kompressoren geht. Die Lieferfristen lassen jetzt mit dem C auch ein bisschen zu wünschen übrig, vor allem die Steuerelektronik. Da gibt's, ja, wenn man es weiß, ist das überhaupt kein Problem. Dann kann man einfach vorzeitig bestellen, dass dann genügend zur Steuerelektroniken am Lager sind. Bei der hier, das ist der AC-DC, sage ich der. Die läuft auf AC, also Wechselstrom, 230 Volt und DC Gleichstrom, mit dem ist das AC-DC, das hat nichts mit dem Export aus Australien zu tun, aber der war auch gut. Ja, oder ist immer noch gut. Mit dem verbauen wir nur Dampfhauskompressoren, weil wir eine sehr gute Erfahrung gemacht haben. Wir wissen, dass dieser Kompressor einer der teuersten ist. Aber er ist auch einer der besten. Ich kriege Alpot Angebote von No-Name-Kompressoren aus China, wo ich noch nie was gehört habe. Und ich kenne jetzt, glaube ich, 12 Kompressorhersteller aus China, die diesen Kompressor hier nachbauen. Die Technik ist ja, ich kann den zerlegen, also kopieren ist keine Hexerei. Wenn das eine kleine Firma ist, macht man einen Briefkasten zu und im nächsten Briefkasten oder am gleichen Briefkasten mit einer Firma auf. Das ist halt so. Ja, das ist noch die Steuerung, die gehört dazu. Der Kompressor ist ein Gleichstrommotor, zweipoliger Gleichstrommotor, elektronisch kommutiert. Das hier sind Brushless-Motoren, also Drehstrommotoren mit drei Phasen. Und hier in der Steuerelektronik wird ist ein Hacker drin, da wird ein Drei-Phasen-Netz produziert. Aus diesem Grund sind die auch Drehzahl reguliert oder man kann sie Drehzahl regulieren oder die Drehzahl anpassen. Hier, der lief einfach, was ein Gleichstrommotor an Spannung kriegt, ein bisschen schneller, langsamer. Ja, somit hoffe ich, gesagt haben zu dieser Seite 18 vom Katalog. Gibt da nicht viel zu sagen, aber wenn ihr mehr erfahren möchtet über den Katalog, mache ich euch hier eine Playliste. Und hier, oder umgekehrt? Ne, hier unten mache ich euch die Playliste und hier oben den neuen Kompressor Nano, den ich auf der Messe mal gesehen habe. Ist nicht so ein tolles Video, aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag.